Antisemitismus nimmt zu. Regierungsvertreter warnt vor Kippa-Tragen. Die Zahl der judenfeindlichen Straftaten nimmt in Deutschland stark zu. Eine Kippa in der Öffentlichkeit zu tragen, könnte laut Felix Klein, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, gefährlich sein. Bayerns Innenminister Herrmann ist anderer Meinung. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat Juden in Deutschland davor gewarnt, die Kippa aufzusetzen. Ich kann Juden nicht empfehlen, jederzeit überall in Deutschland die Kippa zu tragen, sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Seine Meinung habe sich im Vergleich zu früher leider geändert, fügte er hinzu. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der antisemitisch motivierten Straftaten um knapp ein Fünftel auf 1800. Der Regierungsbeauftragte begründete die Entwicklung mit einer zunehmenden gesellschaftlichen Enthemmung und Verrohung. Hierzu haben das Internet und die sozialen Medien stark beigetragen, aber auch die fortgesetzten Angriffe auf unsere Erinnerungskultur, sagte Klein. Etwa 90% der Straftaten seien dem rechtsradikalen Umfeld zuzurechnen. Muslimische Täter guckten oft arabische Sender, von denen ein fatales Bild von Israel und Juden vermittelt wird. Klein forderte angesichts des starken Anstiegs antisemitischer Straftaten in Deutschland Schulungen für Polizisten und andere Beamte. Es gebe viel Unsicherheit bei Polizisten und bei Behördenmitarbeitern im Umgang mit Antisemitismus, erklärte er. Viele wüssten nicht, was erlaubt ist und was nicht. Es gebe eine klare Definition von Antisemitismus und die müsse in den Polizeischulen gelehrt werden. Genauso gehört sie in die Ausbildung der Lehrer und Juristen, sagte der Antisemitismus.